Gucken wir mal, was das kann. Ich bin unheimlich gespannt, was diese Season bereithält für uns. Und das ist ja jetzt wirklich so, also es soll so eine Art Crossplay sein zwischen den PC-Nutzern, zwischen den Consoleros und mal gucken, was uns das bringt, was da passiert. Eines fernen Tages wünschte ich mir, dass dieser Ladescreen butterweich funktioniert. Das wäre mir ein Fest. Würde mich echt erfreuen. In vielerlei Hinsicht. So. Herzlich willkommen hier. Expedition Nummer 1. Die Pioniere. Planet Sissika. Alles klar. Der Warp-Antrieb ruckelt. Ja, das hat bestimmt Wilder wieder verbockt, oder? Wo ist dieser Wilder eigentlich? So, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen anfangen. Ich weiß doch ganz genau, was wir hier wieder brauchen. Ferritstaub, meine Lieben. So, Gemeinschaftsexpedition. Achso, warte mal. Wir sollten vielleicht hier erstmal den Forscherich machen, oder? Wenigstens ein bisschen. Also, pass auf. Das Ding ist das. Wir forschen jetzt hier. Und wir müssen jetzt hier irgendwo... Ist hier so ein schnuckeliges... Alter Schwede, das ruckelt aber ganz schön, du. Ja, der generiert jetzt gerade die ganzen Weltdaten, ne? Hey, hier oben ist ein Schiff. Ich muss das erst noch alles wieder lernen. So, wir wollen da hin. Ach, Freunde, ich freue mich tatsächlich mal wieder in No Man's Sky reinzugucken. Ich habe das irgendwie schon ein bisschen vermisst. Hier ist doch so eine Blubberpflanze. Hier, guck mal. So, warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz die Optionen anschauen. Videooptionen können wir mal ganz kurz gucken. Primär, Dreifach, Puffer, maximale FPS. Da wie hoch kann man das drehen? Okay, dann machen wir das halt so. Anwenden, natürlich. Was geht noch? Grafikoptionen. Ultra, klar. Alles auf, geht so. Aus. Ah, okay, alles klar. Allgemein. Drehe ich mal die Musik ein bisschen runter und die Soundeffekte machen wir auch einen Ticken leiser. Dann ist es für euch auch ein bisschen angenehmer, ja, wenn so eine Pflanze gerade mal so den Abstarterich macht, ja. Muss ja nicht sein, ja. Wir wollen hier gemütlich spielen. I believe I can fly. So. Ultra, klar, hätte ich auch gerne. Ja. Deswegen übertrage ich das ja mit Maximum, ja. Mit Schubrakete. So. Huch. War da schon noch irgendwas? 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 Nein. Ach, warte mal. Kaktusfleisch. Kann ich das anders ernten? Kaktusfleisch. Ich dachte, man kann auch an die Dinger hingehen und die so ernten. Boah, sag mal. Also pass auf, das Ding ist folgendermaßen. Wenn du die Expedition startest, dann ist das nicht mehr der normale Spielstand, sondern dann bist du quasi in einem neuen Spielstand drin. Das heißt, du musst alles wieder neu machen, was du beim alten Spielstand gemacht hast, aber halt eben in einem anderen Grundszenario. Was für uns jetzt kein Problem ist, wie schauen wir eigentlich aus? So schaue ich nicht aus. Ich schwöre es, ich schaue so nicht aus. Na toll, ist wieder saukalt, ja. Ja, Live sagt, du musst es hochstellen, damit es besser wird. Und siehe da, es ruckelt tatsächlich weniger. Also, irgendwas hat funktioniert an dem Plan. Seit wann hast du einen realen Geduldskin? Hey, Moment mal.
So nicht, Freunde, so nicht! So. Jetzt warten wir mal kurz. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ey, ist nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit, Chat. Und wenn jetzt einer fragt, wann wir endlich da sind, ja, dann ist vorbei. Haben wir noch irgendwas zu scannen? Ja, nur so irgendwie Grütze. Oh, Scanner ist beschädigt. Ja, wir können mal reparieren, ey. Warte mal kurz. Hier, guck mal. Da muss nur Staub rein. Jetzt geht er doch wieder. Läuft butterweich, ich sag's dir. Na also. Oh, Sauerstoff. Geil. Schön. Was ist das? Pyrit. Laser erforderlich. Ist ja widerlich. Abbauen. Kampfvisier. Minenlaser. Ja. So. Ich kann den Karton verschicken. Ja, meinetwegen. Huch, Mensch, was bist du denn hier, Kumpel? Dich habe ich ja ganz übersehen. Weisheit der Korvax. Ja, ja. Ja. Schwingt. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir um. Licht strömt aus ihr metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Wissen annehmen. Der Name Korvax geistert mir als Echo einer seltsamen Vision durch den Kopf, die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Korvax! Schön! Freut man sich, ja? Weißt du, gehst du völlig nichtsahnend an so ein Ding ran, freust dich deines Lebens und was passiert, brennt sich ein Wort in dein Hirn ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es schockiert mich. Sehr. Die Tiere bringen halt hier gar nichts. Oh, guck mal, ein Schrottschiff. Geil. Mal ein bisschen Staub mitnehmen, ja, für alle Fälle. Ja, das Game hat sich wirklich gemacht, muss es wirklich, man kann es gar nicht anders sagen. Es hat sich so dermaßen viel verändert in No Man's Sky und das war jetzt für mich auch der Grund, eigentlich wollte ich das ja schon viel früher machen, aber es war halt jetzt so der Hauptgrund, warum ich jetzt gesagt habe, hey, wir müssen da unbedingt mal wieder reingucken. Erste Schritte, du hast dein Raumschiff erreicht, yes! Ach, guck mal, hier stehen noch mehr Raumschiffe, weil wir sind ja nicht allein, ja? Das sind jetzt die anderen, die hier rumeiern. Eine kleinere Siedlung entdeckt, geil. Ja, guck mal. Das schaut schon nicht schlecht aus. Ich will das hier haben. Okay, wir brauchen hermetische Siegel und Platten dafür. Und die Kiste braucht mehr Zeug, alles klar. Lass mal ganz kurz gucken. Hallo, Lexman! Grüß dich, hi! Das andere sieht besser aus, findest du? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das hübsch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Brauchen wir verdichteten Kohlenstoff. Huch! Mensch, wo seid ihr denn her? So ja richtig große Glühwürmchen. Ja gut, viel Geld gibt das jetzt aber ehrlicherweise nicht, ne? Der repariert hier seine Schüssel. Okay, pass auf, dann brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeugs, ja? Und zwar brauchen wir... Lass mal schnell schauen... Das war das, das war das. Ich muss mich erst zurechtfinden, Freunde. Licht. Da haben wir's. So. Fotomodus, Kreaturen, Hilfsmittel. Schauen wir mal, was ist hier drin. Kameraansicht, Sekundärwaffe. Nope. Das war's nicht. Was bist du hier? Orno der Wolken rufen. Nee, eigentlich nicht so. Frachter rufen haben wir nicht. Anderes Schiff auswählen haben wir auch nicht.
Warte mal, gibt's doch noch ein anderes Baumenü, oder? Ah, hier, guck mal. Ah, wir brauchen eine Metallplatte, warte kurz. Und dafür brauchen wir noch mehr Ferritstaub. Entschuldigen Sie, ich hätte mal ganz gerne eine Frage. Ich würde ganz gerne hier mal ein bisschen Ferritstaub abbauen. Das Game ist super. Also ich finde auch tatsächlich, das hat sich wahnsinnig gut gemacht. Und das Schöne ist halt jetzt mit diesen Seasons, finde ich das auch super spannend, was alles noch möglich ist. Ist überhitzt. Mensch. Waffenladung aufgebraucht. Willst du mich veräppeln? Nein, da. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. So. Ey, der andere Typ hat sich verdüst hier. Guck mal, er ist fort. Ich werd verrückt. Jetzt hat er mich einfach alleine gelassen. Treulose Tomate, ey. Ja, sowas. So. Ja, also. Treibstoff rein. So, dann brauchen wir... Was brauche ich jetzt nochmal für unser Raumschiff, um das zu fixen? Die Wasserstoff und reines Ferrit brauchen wir 50. Okay, alles klar. Kommst auch gerade Bock drauf, Pazzi? Ja, das ist tatsächlich geil, ne? So, 50 haben wir gesagt. Machen wir auch nur 50. Safety first, Freunde. Und ab dafür. Ah, ich finde das großartig. Das kann man einfach mal wieder machen. Das kann man einfach mal wieder machen. Es war, glaube ich, keine blöde Idee heute, das zu spielen. Einfach, weil es auch cool aussieht. Und jetzt mit diesen Expeditions mal eine komplett neue anzufangen, wirklich das Spiel mal so zu erleben, wie es halt auch ist, ich glaube, das ist gut. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das der Shit ist, quasi. Ja. So, ich nehme einfach nochmal ein bisschen mehr Zeug mit. Ihr wisst ja, ja, so ein Zwerglein braucht immer irgendwelches Zeug. Ja. Hier, weg damit! Gibt Sauerstoff, das Ding. Okay. Da unten sind die Wasserstoffdingers, die wir brauchen. Ich nehme aber den, wie gesagt, Ferritstaub nehmen wir mit. Klagonaut, ne, immer gerne, hau rein! Spiele müssen gespielt werden. Vor allem, wie gesagt, ich habe das Expedition-Update halt komplett verschwitzt. Ja, das ist mir tatsächlich unangenehm gewesen. So, wieder ein Tausender gesnackt. Wunderhübsch. Hui. Was ist denn mit ihm? Hier! Bläh dich nicht so auf! Geht ja wohl gar nicht! Na, also. So, hier mal schön Wasserstoffkristalle holen, ja? Für den kleinen Hunger. X-Men tut! Das ist wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand das damals nie so schlecht. Was zum Geier war das? Okay. Ich fand das nie so schlecht, wie es dann doch oft gesagt wurde, dass sie dann natürlich gesagt haben, hey, wir haben mehr drin und dann kam dann halt nichts. Ja, oder war halt das nicht drin, was eigentlich hätte drin sein sollen. Okay. Ja. Das war halt ein richtig blöder Move, ne? Aber man hat sich hingesetzt und hat das dann für die Community umgesetzt. Und das, muss ich sagen, hat funktioniert. Für mich ist das voll aufgegangen, so. Guck jetzt einfach mal rein, weil ich es kann. Pazzi ist ja wunderschön. Huch, guck mal, da fliegen schon wieder irgendwelche Typen. Die habe ich auch noch nicht. Ah, bleibt hier bei mir. Ich will euch scannen. So. Euch habe ich, oder? Ja. Gönnt ihr Pazzi? Ja, genau. Der Gönn-Pazzi. So, Freunde. Ich würde vorschlagen, wir haben das.
Muss man ein bisschen langsamer machen, sonst geht's nicht. Okay, pass auf. Bevor wir das jetzt machen, schauen wir mal ganz kurz, was brauchen wir eigentlich hier. Das ist drin und jetzt brauchen wir diese Wasserstoffgelee. Das müssen wir, glaube ich, einmal in der Fabrik reinpacken. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel. Ist egal, komm rein damit. Eins. Lass mich mal ganz kurz gucken, wie viel brauchen wir dafür. Sag mir bitte eins. Eins. Arjun, Hallöchen. Daniel, bald. Bald, ganz bald sogar. So, die Teile müssen wir jetzt auch nochmal herstellen. Und dieses komische andere Dingens da. Da unten war das. Da brauchen wir verdichteten Kohlenstoff dazu. Können wir auch mal gleich gucken. Läuft hier. Kohlenstoff können wir ja hier durch Pflanzen und so weiter generieren. Relativ easy sogar. Nehmen wir uns nochmal ein bisschen was mit. Wir brauchen das eh. Und dieses Kaktusfleisch ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht eigentlich. Kann man immer mal mitnehmen. Ja, aber da muss, weißt du, wenn du ein Entwickler bist, der sagt, hey, pass auf, das Ding ist noch nicht ready, dann ist es halt noch nicht ready, ja. Und es schaffen andere Studios ja auch, das sinnvoll so zu verkaufen. Dass natürlich der Publisher da nicht so ganz amused drüber ist, ist auch klar. Aber Spiele, also ich glaube, die Community kann eher damit umgehen, dass ein Spiel verschoben wird, als dass ein Spiel Schrott ist. Oder schrottig rauskommt. Das Problem ist nämlich, selbst wenn du dann nachbesserst, No Man's Sky hat ja damals enorme Aufrufzahlen auch auf Steam gehabt. Aber sie haben es jetzt dann angepasst, aber auch nur, weil es halt wirklich so outstanding-mäßig war, hat dann der Entwickler sozusagen seine Props bekommen, ja. Das hätte auch sein können, dass es halt trotz alledem die ganze Mühe keinen interessiert hätte, ja. Auch möglich. So, jetzt brauchen wir nur noch dieses andere Ding und dafür brauche ich den Kohlenstoff, den verdichteten. So, dafür... Ach, Quatsch, Moment. Falsch. Hier müssen wir rein. Und jetzt müssen wir hier dieses Ding... Oh, genau, wunderhübsch. Und dann gehen wir ins Raumschiff und bauen den Impulsantrieb auf. Und dann freut sich alles, weil hier geil, ne? Und so. So, Stop Processing, das nehmen wir mit. So, und jetzt geht eigentlich der ganze Spaß erst wirklich los, denn, Freunde, wir sind hier in den Expeditions und wir haben hier Phase 1 und jetzt sollen wir abheben. Ja, abheben kriegen wir hin, glaube ich. Was gibt's hier noch? Zum ersten Mal das Anfangssystem verlassen. Okay. Homecoming, Basis errichten. Okay. Entdecke Kreaturen, das kriegen wir im Laufe der Zeit von alleine hin. Captain an Deck, Frachter soll man kriegen. Zu Fuß erkunden, da sind wir auch schon dabei. Erreiche einen Treffpunkt, da müssen wir auch noch hin. Und dann geht das die Phasen halt eben durch, ja. Und du kriegst halt hier auch immer wieder Phase 5, gibt es Meilensteine und so weiter. Ja, die Logos im Übrigen schauen extrem geil aus. Gefallen mir richtig gut optisch. Curry hat auch wieder angefangen. Ey, Curry, voll gut. Erreiche einen zweiten Treffpunkt, eine Reihe verschiedener planetarer Umgebungen besuchen. Das ist auch mit Sicherheit nicht einfach. Muss man erstmal finden, den ganzen, weißt du, und dann kommt genau der am Schluss noch fehlt, den kriegst du nie. Pflanzen anbauen, das machen wir dann im Frachter. Als erster ein neues System entdecken. Okay, das kommt auch mit der Zeit. Ein schwarzes Loch betreten, da habe ich tatsächlich noch keins gesehen, aber mal gucken. Ununterbrochen 30 Sekunden lang in der Luft verbringen. Das ist auch schwierig, Rocketman. Roter Himmel, roter Stern, ja okay, da müssen wir mal gucken. Die kriegen wir mit der Zeit wahrscheinlich alle nach und nach. Ach, endlich wieder. Endlich wieder in Luft, meine Lieben. Lass mal raufgehen. Huch. So, Meilenstein abheben haben wir abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz uns... Lass uns mal orientieren. Den kennen wir. Ankunft, Speichersignal. Ach, guck mal, da ist ein anderer Kumpel, der hier rumgeeiert ist.
So, hier sind ein paar Bases am rumstehen. Aber wir wollen wahrscheinlich hier ungefähr in diese Raumstation. Lass uns mal hinfliegen. Und gucken wir mal, dass man hier ein bisschen von Hello Games entdeckt. Ah, die Schlingelbären, ja? Wer, ob die nicht woher reingucken konnten? Manchi, hi! Dein haariger Typ ist besser als das, was ich geworden bin. Pazzi, was ist denn mit dir passiert? So, jetzt haben wir mal gerade, wir haben ein bisschen Platin bekommen, das ist nicht viel wert. Hier haben wir ein bisschen Sprit noch. Cadmium-Raum, ja okay, alles klar. Das Anfangsschiff ist eh für einen Eimer. Was bist du denn hier eigentlich? Irgendein Jetpack. Lass uns das mal hier weglegen in diesem Technologiefach, dann kriegen die nämlich auch die Boni dazu. Wobei die Lebenshaltung, nee, pass mal auf, die Lebenshaltung packen wir hier oben rein und die Gefahrenschutzgeschichten packen wir jetzt mal hier rüber. Ja. So, aber die bringen warte kurz. Die bringen zusammen einen Boni. Und die da? Die bringen gar nichts. Okay, dann passt das hier, da passt das ganz gut, dass wir das da reinpacken. Frachtinventarslots haben wir auch welche, das ist okay. Stickstoff. Ja, alles wertlos, ey. Wertlos! Okay. So, warte mal kurz. Wo bin ich denn hier? Ja, hier ist ja schon viel los. Ich will aber da eigentlich hin. Zum Johnny. Johnny! So, ran da. Das Ding hört sich an wie ein alter Traktor. Ups. Ey, sag mal, hier ist Stau oder was? Ich will hier wieder raus. Was ist denn hier passiert? Ein Schildkrötenwahltyp. Was ist denn da passiert? Ist das Spiel ähnlich wie Subtautica, nur im Weltall? Nee, komplett anders, Manchi. Das ist eine komplett andere Liga. Ich glaube, weil hier so viele stehen, geht hier nichts gerade. Da backt sich hier einer durch. Belohnung verfügbar. Wir warten mal ganz kurz, bis wir rein dürfen. Genau, hier. Wir kriegen jetzt Belohnungen für das, was wir hier machen. Und erste Schritte haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen da was. Macht es Bock? No Man's Sky hat für mich schon immer Bock gemacht, weil ich fand es einfach immer schon gut. So, dann gucken wir hier weiter. Abheben haben wir abgeschlossen. Kriegen wir auch noch mal ein bisschen Belohnung. Hier vor allem den Exo-Anzug-Slot. Ich will aber lieber den Fracht-Slot, weil Fracht einzulagern in großen Mengen ist eine gute Sache. So, Pilger-Geobucht können wir jetzt bauen. Haben wir auch geschenkt bekommen. Und wir haben lauter Module noch geschenkt bekommen. Auch wichtig. Manchi, schau einfach mal auf Steam. Oder Ausrufezeichen Instant. Geht auch. Und dann No Man's Sky einfach eingeben. Vielleicht findest du da auch was. So, Interstellar. Zum ersten Mal das Anfangssystem verlassen. Das werden wir auch machen. Als nächstes sogar. Mit E sollen wir jetzt den Cluster hier analysieren, das machen wir mal. Müssen wir, glaube ich, bei vielen Sachen machen, oder? Die Zusatzmodule müssen wir uns auch anschauen. So, pass auf, das ist jetzt hier Minenlaser, starkes Bergbau-Upgrade. Lass uns das mal hier installieren in unserem... Ah, warte mal kurz. Nein, lass uns das mal nicht installieren in dem Multitool. Wir gucken erst, ob es hier irgendwo was Neues gibt, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Raumbase einfach gerade mal so heavy überlastet ist, das habe ich noch nie erlebt, dass du nicht andocken kannst. Bodyoli sagt 55 bei Steam, ja, dann schau mal mit Ausrufe, genau, Party Posted Instant, schau mal, ob es da günstiger ist. Vielleicht gibt es da für euch ein Schnäppchen. Okay. Gut, Kupfer, Gold, hohe Wächteraktivität ist natürlich nicht unser Ding, ne?
verdorbener Planet. Geil. Hyperboreischer Planet. Ja, okay, pass auf, dann hauen wir hier ab. Das ist ja nix, ja. Reichhaltiger Mond. Sternknolle. Hohe Wächter aktiviert. Nee, das ist nix, Freunde. Wir düsen hier weg. Ich will hier raus, ja. Hallo, Louis. Guten Abend, grüß dich. Hi. So, wir sollen eigentlich zum nächsten Stern warpen. Das bedeutet, wir... Lass mal ganz kurz gucken. Wir brauchen erstmal Sprit, fällt mir gerade auf. Da haben nämlich tatsächlich kein Treibstoff produziert, wir Schlingelbären, ja? Wir brauchen, um Treibstoff herstellen zu können, einmal Warpzelle. Antimateriegehäuse habe ich gerade gesehen, geht schon. Und dann brauchen wir, um das Warpzellending noch Antimaterie im. Und dafür brauchen wir chromatisches Metall. Das müssen wir doch irgendwo herstellen. Chromatisches Metall müssen wir, glaube ich, irgendwo herstellen. Pass auf, wir warpen mal da rüber. Ich will mal zu dem reichhaltigen Mond. Oh, wir haben Gold! Gibt's hier irgendwas Cooles? Wolken schauen auf jeden Fall extrem stylisch aus. Aus der Höhe was finden. Schaut ganz nett hier eigentlich aus. Gehen wir noch mal ein bisschen höher. Hier muss irgendwas mit. Hier muss es ja irgendwo mal. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas anderes noch geben. Wasser oder so gibt es hier, glaube ich, nicht, ne? Nee, schaut nicht so aus. Ja, pass auf, dann gehen wir hier runter. Hier vielleicht. So. Ist schon schick hier. Ich finde das nett hier. Gut, dann schauen wir mal, was hier gibt. So, meine Lieben, erstmal ein bisschen Zeug snacken. Wir kriegen wahrscheinlich mit Sicherheit noch Stress mit den Wächtern hier. Aber das soll es uns wert sein. Dauert nicht lange, bis hier der erste auftaucht, wenn wir hier abbauen. Sauerstoff holen wir uns auch. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Pflanzen und so. Wir haben zwar keinen Bonus auf dem Scan gerade, aber das geht trotzdem ganz gut. Wo sind jetzt diese... Da. Sauerstoffpflanze. Nehme ich mal mit. So. Das wird noch nicht unser erstes Rätsel hier werden. Wie idyllisch es bei dir ist. Ja, ich habe den jetzt auch nur aus Zufall gefunden. So, nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles gerade mal mit.
Lebenshaltungsgel, schön. Gibt's was zu beißen? Ach, guck mal, hinten gibt's auch noch was. Hier gibt's noch mal... Ach, hey, es ist voll super hier. Können wir gleich mal ein paar Sachen noch mitnehmen. Gucken wir, was die Maschine macht hier. Naniten erhalten. Sehr gut. Oh, Naniten sind großartig. Die bringen uns... Oh, guck mal, Tierchen. Hallo. Hm, 3000 wieder geschenkt bekommen. Was gibt's hier? Ja, ziemlich wüst alles. Nanitenhaufen immer hier mit. Die brauchen wir halt, um Forschungen zu machen und so Zeug, ne? Das wisst ihr ja alles. Vermute ich mal. Besser als ich wahrscheinlich. Guck mal, ein Schnabeltier. Ach, stimmt, man kann ja jetzt auch Tiere haben, ne? Und so. Enzyklopädie, Korvax-Wort für Reisende. Und hier hinten haben wir auch noch ein Würfelchen. Verschlüsselt in Naniten, geilo. Sehr gut. Na, die Sache wird für uns gerade zum glücklichen Fall hier alles. Jetzt schauen wir mal gerade, was wir noch hier finden können. Haben wir noch irgendeine Pflanze, die wir noch scannen können? Ey, guck mal, hier so ein kleines... Ach, guck mal, wie er sich freut. Da hinten sind auf jeden Fall Bäume, die wir noch nicht kennen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Hier ist auf jeden Fall Zeug zum Looten. Ah, erstmal hinsetzen. Mann, bin ich ein komischer Kauz. So. Haben wir das auch festgestellt. So. Durchsuchen. Navigationsdaten nehmen wir mit. Was haben wir noch? Muss doch irgendwas anderes noch sein. Ah, hier. So, eine Station. Wie es scheint, bleibt ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, können wir vielleicht die Koordinaten extrahieren. Huh. Dankeschön, Julbo, für dein Follow. Vielen lieben Dank. So, meine Lieben. 1,2 Megabyte die Sekunde lade ich gerade mal runter. Muss auch reinschauen. Schakuns! Grüß dich. Hi. So, was für ein Modus. Wir spielen Expedition, Curry. Wir sind gerade in Expedition und Lehmberger Löwenhallöchen. So, Freunde, also wir haben 1, dann auf 2. Ja, ihr dürft gerne miträtseln, ja. Gerne auch im Chat, wenn ihr dacht, ihr habt das geknackt. Haut's raus. Könnt ihr gerne jederzeit tun. In diesem Fall ist Backseat Gaming völlig okay, okay? Jeder von euch darf gerne raten oder wissen, je nachdem, was ihr lieber macht, ja. Also, wir haben 1 auf 2. Ja? Anne sagt, die 1 wäre eine Möglichkeit, okay. So, also einmal verdoppelt sich's. Origin sagt 2, Juli Action ist für 3. Es wird langsam entspannend, ja? Jetzt haben wir alles einmal durch. Ich glaube tatsächlich der höchste Wert, wenn ich so die Steigerungsrate angucke. Chat sagt 1. Aber er ist auch für 1. Wolle Wolf auch. Mach mal halt. Komm. Ha! Bäm! Wunderschön! Verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht. Alles genau. Das ist tatsächlich war das auch meine Überlegung. Aber ich war mir auch nicht sicher, ne? Also, es ist ja. Die Dinger werden ja auch irgendwann. Also, am Anfang. Die sind jetzt nicht übermäßig schwer, aber die werden irgendwann auch tricky. Manchmal. Also, ich bin da schon öfter mal reingefallen. Ich glaube, das ist jeder schon mal. Aber ja. Zusammen schaffen wir das. So wie immer. Ich fand die 180 einfach schön. Gut so. Man muss immer auf sein Bauchgefühl hören. Sag mal, den Baum kriege ich da hin. Jetzt. Das bringt uns halt nicht die Wucht, ne? Aber hey, besser als nix. Taking on another day.
the ups and the downs, my heart will never stray.